Hallo und willkommen zurück zu Train Fever. Wir haben einen geringen Kontostand und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja zuletzt unsere Linien überprüft und ein bisschen ausgedünnt. Und da haben wir, na, Scrollen funktioniert mal wieder nicht so. Da haben wir festgestellt, dass doch so die eine oder andere Linie gar nicht mal so gut funktioniert. Haben deswegen auch ein bisschen was aussortiert. Weil Düren Stahl waren sich gerade. Und noch einen Güterzug fahren. In Waldüren. Holz. Moment. Nein, da fährt kein Zug mehr. Oder auch kein Eisen und Kohle. Doch, die beiden fahren. Eisen fährt nicht. Kohle fährt. Eisen fährt nicht, weil, weiß ich nicht. Müssen wir da mal gucken. Wir sind gerade noch hier vorne bei Bronco. Hier wird jetzt Eisen transportiert. Was macht er jetzt? Ah ja, er fährt jetzt weg. Alles klar. Alte Fahrzeuge. Hier liegt noch eine Menge Eisen. 10 Stück. Und ich habe gerade schon mal beim Laden gesehen, dass wir hier nebenan vielleicht irgendwo die Kohle da oben. Hier, die Kohle, die sammelt sich doch schon. 23 sind da jetzt. Da werden gerade ein voller Zug weggefahren mit 12. Na gut. So, dann haben wir gerade gesehen, Waldüren. Stahlwaren. Waldüren, Kohle. Gehen wir da mal hin. Ja, bauen wir ein Fahrzeug. Wie komme ich jetzt hin da? Das ist einer dieser Uralt-LKW. Das sind hier Stahlwalzwerk, genau. Und Eisenbergwerk. Kommen wir da hin? Kommen wir gerade nicht hin. Da müssen wir Fahrzeuge reinsetzen. Also wir haben ja einmal hier hinten Kohle. Und dann haben wir auch Eisen. Da müssen wir einmal durch Waldüren durch. Hinten war das genau. So, und da schicken wir dann mal LKWs hin. Wo haben wir denn jetzt unser Depot? Ist das unser Depot? Das ist unser Depot. Achso, die hatte ich hier alle noch nicht umgestellt. Eisen. Ja, man muss die ja jetzt einstellen. Dann bitte alle. Waldüren, Eisen. Die waren alle auf Kohle eingestellt und konnten deswegen gar kein Eisen mitnehmen. Das war natürlich ein bisschen sinnlos. Aber gut. War dann so. Okay. Lass mal das machen und dann können wir dann auch später hier also die Waren dann hier abtransportieren lassen. Okay, so. Ich glaube, hier vorne die Straße können wir abreißen. Müssen wir sonst auch nur instand halten. Das kostet unnötig Geld. 926.000 haben wir. Das Geld geht langsam zur Neige. Da sieht man mal die Folgen unserer Misswirtschaft. So, hier, die machen alle, ja, Waldüren macht komplett Minus, noch. Ich hoffe, das ändert sich bald. Waldüren auch hier Minus. Die andere macht dafür Plus und die dritte Linie macht auch noch Minus. So, dann haben wir Ziegelhütte, eine macht Plus, die andere macht Minus. Gleicht sich fast aus. Weißenborn und Lüderode, das gleicht sich nicht aus. Dann machen wir also auch noch Minus. Gehen wir nochmal hin. Schnappen wir uns eins der Fahrzeuge. So, das ist hier Linie 1. Das ist die, die Gewinn macht. Da stehen noch ein paar. Na gut, aber es sieht jetzt nicht so aus, als bräuchte man da noch unbedingt viel mehr Fahrzeuge. Okay.
Das geht noch. Dann Ziegelhütte hatten wir ja gerade gehabt. So, Bronco, das sind hier oben die Eisenbahnlinien, die machen gut Geld. Alle inzwischen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt ein neuer Monat, jetzt machen sie alle Minus, aber jetzt auch schon wieder Plus. Sehr schön. Okay, die haben jetzt ordentliches Minus, aber werden gleich nochmal Geld verdienen, hoffe ich doch. Dann, na gut, jetzt zu Beginn des Monats ist natürlich auch albern, hier dann zu gucken, wie es bei den anderen Linien steht. Tafoda, Dittmannsdorf. Haben wir drei Linien. Die eine macht auf jeden Fall Plus und gleicht die anderen beiden gerade aus. Ja. Nordfeld haben wir zwei Linien. Die eine macht Minus, die andere macht Plus. Niederjesa ähnlich. Die eine macht nur deutlich Minus. Und um drüber, Neuendettelsau und Melkow bis auf eine Linie machen die Minus. Kriegsfeld Stahlwaren. Minus 142.000. Ist das so schlecht da? Kriegsfeld, Kohle und Eisen. Komisch. Soll ich nochmal gucken. So. Und dann hier die Güterzüge, die machen alle Minus. Verstehe ich nicht so ganz, wieso das so deutlich ist. Ziegelhütte Holz. Müssen wir da eventuell dann einfach umsteigen wieder auf LKW. Ja. Ja. Öl macht jetzt auch Minus. Verstehe ich gar nicht so ganz. Okay, wahrscheinlich sind die Fahrzeuge so alt, dass die hohe Betriebskosten haben. 23.600 im Jahr. Plus 24%. Das könnte natürlich was erklären. Balesfeld, Öl, Waren. Balesfeld, Öl. Lasst uns doch einfach mal Balesfeld, Öl. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Nehmen wir den Benz. Kostet 20.000 im Jahr. So. Okay. Automatisch ersetzen. Balesfeld Öl und Balesfeld Öl Waren ebenfalls automatisch ersetzen durch den Benz. Ja, da haben wir wahrscheinlich einfach so einen alten Fahrzeugbestand, dass das jetzt richtig ins Kontor schlägt. Schauen wir mal hier. 26.000 kosten die da das Stück. Müssen wir hier auch mal aktualisieren. Fahrzeugersatz. Durch den Bus. Der kostet zwar eine Menge, aber ich glaube, das alles insgesamt hier, die hohen Ausgaben durch die Wartung, die rechtfertigen das, denke ich mal. Hoffe ich, dass das richtig ist. Stahlwaren, hier ebenfalls machen wir das. Austausch durch den LKW. Wenn jetzt natürlich einige Kosten auf uns zukommen. So. Okay. Aber natürlich nicht, nein, Moment, nicht durch Kohle, sondern Güter. Genau, Güter. So, dann müssen wir vielleicht nochmal kurz bei den anderen gucken. Die sollen natürlich nicht durch einen für Kohle, sondern für Güter ersetzt werden. Und die hier ebenfalls durch einen für Öl und nicht durch Kohle. Okay. Hier nochmal kurz checken, das hatte ich gerade richtig eingestellt. Habe ich. Ja, wo man doch drauf achten muss. Eben dieses Umstellen der Waren. Ziegelhütte, Holzwaren. Die fahren aber Güterwagen. Ja, müssen mit Holz fahren. So, Kriegsfeld, Eisen. Stelle ich auch um auf LKW-Austausch. Eisen.
durch den Benz. Kriegst halt Kohle. Kohle. Ebenfalls, na. Ebenfalls durch den LKW ersetzen. Den Benz. Gut. Ja. Stahlwaren. Fahrzeugersatz durch den für Güter. So. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, darum haben wir schon alles getauscht. Wunderbar. Und das wird dann gemacht. Stahlwaren wird gemacht. Dann Nordfeld, bla 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 bla. Baldüren Kohle, Eisen, Waren. Waren, Güter, Fahrzeug wählen, Benz, okay, automatisch tauschen bei 100%. Baldüren Kohle, machen wir das gleiche. Wenn wir dann sehen, ob uns das was bringt oder uns das Genick bricht, dass wir hier, ja, das wäre jetzt hier die Fahrzeuge, hab ich jetzt den Benz gewählt? Ja, ich glaube schon. Kohle und Eisen. Ja, werden wir dann sehen, ob das hier gut war oder nicht. Ach, dass das hier mal so weit rüber geht. So, und tauschen. Ja, und beim Eisen war es ebenfalls. Alles klar. Gut, das waren die Linien. Weil wir in Stahl waren, haben wir noch nicht. Müssen wir gleich noch einstellen. Okay, dann gucken wir mal, wie viel Geld wir jetzt gleich verlieren. Ja, schon eine ganze Menge Geld haben wir jetzt minus. Eine ganze Menge minus, so. Nicht eine ganze Menge Geld minus. Ich gehe mal mit der Geschwindigkeit rauf. Und wir mal sehen, ob sich da was tut. Wie viel Minus wir gleich haben. Die Züge sind auch ganz schön alt. Ich gehe mal kurz auf die Pause, guck mir den Zug mal an. Hat 629.000 Betriebskosten im Jahr. Zug 9. Das ist so eine Uralt-Lok hier. Okay. Dann gehe ich da auch mal rein. In die Personenzüge. RB. Badesfeld, Blaueishütte. Fahrzeugersatz. Durch. Den. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz schön teuer, ich weiß. Jo, auswechseln. Da. Hier genauso. Da machen wir das auch. Hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, tauschen. 1, 2, dann Bronco, Blaueishütte. Fahrzeug wählen, den wählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und entweder das funktioniert. Oder es bricht uns das Genick. Aber dann war es auf jeden Fall ein netter Versuch. Hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Genau, und tauschen. So, das wird bestimmt bald teuer. Ich glaube, ich kann schon mal Kredit aufnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich mach mal 4 Millionen. Da haben wir ein bisschen Barschaft, aber ich glaube, wir haben ja sowieso keine Zinsen. Doch, haben wir. Wir haben Zinsen, die wir zahlen müssen. Ja, dann zahle ich vielleicht doch schon mal ein bisschen mehr zurück und nehme doch nur... Ah, jetzt geht's doch. Jetzt haben wir 6 Millionen minus. Und einige Fahrzeuge gekauft. Ah, jetzt zahle ich trotzdem was zurück. Zuzahlen? Ach, kann gar nicht. Weil wir gerade kein Geld haben. Guckt an. Oh yeah. Kommt doch schon wieder Geld rein. Baureihe 75 ist verfügbar. Das dürfte aber eine Lok für den Güterverkehr sein.
Guck mir die mal an. 400, die, ja, die Fett sind langsam hat. Ordentlich Power, aber. Personen, Tender-Lokomotive. Ja, aber die setzen wir nicht ein. Okay. So, dann gucken wir mal. Was ist denn das? Straßenfahrzeugdepot Bronco. Kaufen, nein, nicht kaufen. Die verkaufen wir hier alle. Moment, ich mach mal eine Pause. Wie kriege ich die alle verkauft? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hier noch immer was drin. In Waldüren. Verkaufen. Ups, na. Verkaufen. Na, schon wieder. Verkaufen, verkaufen. Und dann haben wir hier noch Zugdepot Bronco. Den verkaufen wir, den verkaufen wir. Ah, mussten wir den überhaupt verkaufen oder wollten wir den zuweisen? Na ja, gut. So, dann haben wir hier noch einen Zug in Bronco. Welcher Regionalbahn können wir den denn zuweisen? Vielleicht der RB5, die hat einen schlechten Takt. Ja. RB5, denke ich mal, in der Hoffnung, dass sich damit der Takt und damit auch die Akzeptanz bei den Fahrgästen verbessert. So, Pause raus. Ansonsten haben wir hier keine Fahrzeuge mehr drin. Gut. Okay. So. Alles klar. Alles neu zugewiesen. Und Zug 24, welcher ist das? Das ist doch bestimmt ein, naja, Personenzug. Naja gut, der wird dann demnächst ins Depot geschickt. Er ist ja sowieso auf dem Weg nach Bronco. Können wir den mal verfolgen. Gucken wir uns das mal an, wie das funktioniert mit dem automatischen ja, Austauschen. Bin ich gespannt. Was ist jetzt hier? Muss ich den nochmal finden? Ja, da höre ich schon den Zug. Da ist er. So, und... Na. Ich klicke drauf und muss die Geschwindigkeit ein bisschen untersetzen. Na, warum ruckelt's denn so? Komisch. Naja. Allzu schön ist der Anblickerrad nicht. Ah. Okay, verlassen wir den mal. Da habe ich jetzt keine Lust hinterher zu oder mitzufahren. Und die Strecke war auch ist nicht unbedingt die attraktivste. Da ist ja nicht so viel los. Entlang des Flusses. So, Waldüren. So, dann gucken wir mal, wie sieht's bei den, das machen wir mal zu, wie sieht's denn bei den Güterlinien jetzt aus? Da haben wir ja jetzt schon durch das Vorspulen oder durch das schnellere, durch den schnelleren Zeitablauf, dürfte sich doch was getan haben. So, gucken wir mal, gehen wir mal nach ganz oben. Also Barlesfeld hat erstmal komplett neue Fahrzeuge gekriegt, das sieht man ja da. Barlesfeld Öl hat noch keine neuen Fahrzeuge. Moment mal. Ölwaren. Warum steht denn da nicht bei, was das für Fahrzeuge... Achso, bei den Kutschen oder LKW steht das sowieso nicht bei, offenbar. Na gut. Naja gut. Also Bronco Stahlwaren, die machen jetzt Plus, sehr gut. Dann Bronco Stahlwaren, warte mal. Ah ja, das ist ja der Güterzug, oder da fahren die Güterzüge hin. Bronco Eisen, Bronco Kohle machen beide noch Minus, die Linien. Naja, will ich nicht so ganz verstehen, aber Waldüren müssen wir uns mal angucken und
Ziegelhütte, die Holzlinien, die machen so viel Minus. Ist eigentlich schon nicht mehr schön. Melkov, ja, Nordfeld macht Minus. Ja, und dann jetzt hier die Bahnverbindung, die Regionalbahn. Ah, ein neuer Monat. Neuer Monat, wieder Minus. Weil Düren, naja, weil Düren Holzwaren, ruckel, ruckel, ruckel. Da beim Eisen, na guck mal, da stehen aber die Waren dran, die da fahren werden sollen. Warum ist denn das bei dem hier nicht so? Muss ich die warum steht denn da jetzt? Güter. Und der soll Güter transportieren. Macht er. Gut. Ja, komisch. Wenn das nicht so ganz funktioniert. Das ist jetzt Kohle. Okay. Und Eisen. Ist ja auch wieder Kohle. Warum steht denn da Kohle und nicht Eisen? Das funktioniert wohl noch nicht so ganz. Wobei das Update schon länger her ist. Eventuell muss ich mir die Linie auch nochmal angucken. Automatischer Fahrzeugersatz, ja. Achso, hier muss ich auch noch einstellen, dass er automatisch stattfindet. Aber ist ja hier eingestellt. So, Moment, muss ich mal gucken. Das hier oben gemacht, bei Balesfeld ist... Ja, okay, das hatte ich ja dann eingestellt, gut. Stahlwaren, minus 33.000. Die fahren Güter. Da muss ich da mal ein paar Fahrzeuge rausnehmen, glaube ich. Ins Depot. Der ist... Geht auch ins Depot. Ach, der hat gerade zwei Waren dabei. So, und dann muss ich kurz schneiden. Wir müssen mal darauf achten, dass wir hier die richtigen... Hier, er fährt Kohle durch die Gegend. Bronco Stahlwaren. Ab ins Depot. Und das geht auch nicht. Der fährt Güter, das ist okay. Der fährt Güter, das ist okay. Der fährt Güter, das ist okay. Also irgendwie holt das hier nicht so ganz hin. Irgendwie kam mit dem Update, ich weiß nicht, welches es war, aber als sie hier dann eingestellt haben, dass die Fahrzeuge... Ja, der fährt die Kohle durch die Gegend, das ist doch totaler Quatsch. Als sie das geändert haben, da haben die sich wirklich, naja, das nicht wirklich überlegt, glaube ich. Der fährt drei Kohle, das ist doch wieder Humbug. Der fährt Güter. Der fährt Güter. Der fährt Kohle. Auch wieder Quatsch. Und der fährt auch Güter. Der fährt Güter. Und, ja.
Okay, das muss ich dann wahrscheinlich jetzt bei jedem durchgucken. Alles fällt Ölgüter, der fällt Güter, das geht. Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Ja. So, jetzt gucken wir, sobald da einer Öl transportiert, ist das doch wieder falsch. Okay, aber offenbar haben wir auch gar nicht so viele Güter zu transportieren, dann können wir bestimmt den einen oder anderen zum Depot schicken. Wie es aussieht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Fahrzeuge hier oben gar kein Öl transportieren. So, mal sehen. All die fahren Öl rum. Der darf auch noch. Den schicken wir zurück. Der fährt mit Öl. Naja, den schicken wir jetzt zurück. So, den hat man wahrscheinlich gerade. Dann den. Den. Ich hoffe, ich vergesse bei dem Klicken hier nicht den einen oder anderen. Ich fahre alle nur mit einem Öl. Das ist nicht so sonderlich gut. Tja. Okay, und den schicken wir dann auch weg. So. Na gut, dann können wir es erstmal laufen lassen. So, dann mal gucken. Auch hier bei diesen Eisenlinien müssen wir darauf achten, dass die dann alle die richtigen Waren transportieren. Ja. Ist die Einnahmen eingebrochen, naja. Okay. Jetzt muss ich noch die Linie hier einfach vornehmen. Kriegsfeld Eisen. Lade, wenn vorhanden. Ja. Naja gut, okay. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal auch nochmal an. Ich hoffe, wir können jetzt so ein bisschen unsere Linien hier verbessern. Na gut. Schlechter werden kann es ja kaum noch. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle eine Pause. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!